Hallo, ich begrüße euch zu meinem 15. Let's Play von Call of the Sea. Das letzte Mal waren wir damit beschäftigt, den Strom irgendwie anzubekommen. Ich habe den Mechanismus noch nicht so ganz herausgefunden. Und danke für eure Geduld fürs Zusehen. Ich weiß nicht, ob ihr es mittlerweile verstanden habt, wie das funktioniert. Warte mal, wenn ich einer von der mit drücke. Aha. Das heißt, wenn ich den Knopf drücke. Aha. Es werden immer die zwei nebenan aktiviert. Okay. Wenn ich jetzt den aktiviere, bin. Wenn ich aber den drücke, dann geht er nebenan weg. Aha. Okay. Und wenn ich jetzt den drücke, dann geht das und das an und das wieder mit. Okay, keine Ahnung. Ich versuche jetzt irgendwie den Strom anzuschalten. Und los da irgendwann. Ich habe da jetzt echt schon 5 Minuten im Off rumprobiert, wie dieser blöde Strom. Ich wollte es euch wirklich nicht antun. Ich habe danach etwas versucht. Das gibt's nicht. Ich fluche immer noch. Es steht auch wirklich nichts im Tagebuch, wie der Strom anzuschalten ist. Ich habe kein blasses Schema. These buttons seem to adjust the Ja. amount of energy that goes through the Wie viel turbine. Strom soll durch die Turbine fließen? Ich bin ja kein Elektriker. Warte. That should give the turbine some energy. Nee, im Ernst? Ich hab's geschafft. Ich habe doch bestimmt schon 5 bis 10 Minuten rumprobiert und alle möglichen Knöpfe gedrückt. Ja, und er sprach, es werde nicht. Now everything should be powered. Echt? Wie cool ist das denn? Du gabst aber noch mal was, um den Strom anzuschalten. Wenn ich mich so recht erinnere, ich bin das Ganze nur etwas beschleunigter. Irgendwo war noch der Obermann, der Hauptschalter, glaube ich. Aber irgendwo war noch ein Strom anzuschalten, oder? Irgendwo war noch was. Wo war das? Sorry, falls euch schwindlig wird, wenn ich jetzt so schnell drücke. Was du, oder? Ja, die Schalter sehen immer gut aus. Na, noch ein Stück vor. That is a doornail. Kein Saft, ist nicht dein Ernst. Ich glaube, ich musste hoch. Ich gehe mal eher die Leitern hoch. Wo sind die Treppe? War doch nur eine Treppe. Warte, gibt es da noch einen Schalter? Oder sind es nur Lautsprecher? Homemade loudspeakers. Probably to amplify the sound. Ja. Vermutlich zum Verstärken. Klingt plausibel. Okay, dann gehen wir jetzt nur so hoch. Ach, da blinkt's doch. Ha, sie ist doch wunderschön. Oh, man freut sich immer so, wenn man dem Spiel irgendwie weiterkommt. Das ist doch herrlich. So, und da oben war auch noch ein Schalter. Das weiß ich. Vom Anfang. Ist das schön. Ich freue mich. Ich probiere da ewig rum und drücke alle Knöpfe und finde keine Logik raus. Manchmal muss auch einfach das Glück oder der Zufall helfen. Oh Gott, ich habe Angst. Oh Gott. Dass ich jetzt eine gefetzt kriege. Well, what? Did I do something wrong? Come on, work. Come on. Ah, was machst du? Ich habe nichts gedrückt. Was war das Spiel? Hi, Jemine. Was ist jetzt?
Halleluja. Wo bin ich denn jetzt? Sieht aus wie Dinosaurier-Knochen. Gott! Ich gehe da nicht hin. Im Leben nicht. Nein, wo bin ich? Ich habe Angst. Ich soll da wirklich hin? Oh mein Gott. Ich habe Angst. Aber ich bringt's was, wenn ich schneller helfe? Oh nein. Wo muss ich hin? Hä? Guck mal, da ist es. Oh Gott. Was ist das? Ich meine, die Knochen an. Oh, was ist denn das? Nö, nur ein Knochen. Das ist ein Skelett. Ein ausgetrockneter Ozean. Ja, genau. Das könnte ich hinhauen. Oh Gott. Soll ich jetzt durch? Ich habe Angst. Okay. Oh mein Gott, das ist ein Stuhl? Wie ein Stock. No, I would rather die than use that damned thing again. Okay, kann ich noch vollziehen. Nee, soll ich da jetzt echt durchlaufen? Oh Gott, was erwartet mich jetzt? Wieder irgendwelche Rätsel, na klar. Da sind wieder die Symbole. Ja, das sieht auch staubtrocken aus. Oh mein Gott. My bed. Another memory of my illness. How many times did I think I was going to die lying in this bed? Oh Gott, die Arm. Wie schlimm. I'd better find some shade before I dry right up. Auf einmal Schatten. Ja, du bist lustig. Wo soll ich denn durch Schatten hernehmen? Nicht nichts als wir gehen jetzt mal. Sieht ich das so? Was ist das? Ein Dreck oder was ist das? A horseshoe-shaped pillar. And that diamond shape again. Ja. Immer diese Symbole. Ich glaube, ich muss da hin. Egal wie. Nützt ja alles nichts. Tja, aber echt interessantes Spiel. Oh Gott, hoffentlich bringe ich sie jetzt nicht um. Aber was soll ich tun? Was? Hä? Ein Haus? Ich glaube, die fantasiert. Is that a house? Cool. Keine andere Option, als in das Haus zu gehen, oder? A house. That's our house in Englewood. Okay, dann gehen wir doch mal rein, wenn das geht. Aber ich halte es für Fata Morgana oder irgend sowas. Am I dreaming? Or am I just losing my mind? Harry? Are you home? Okay, das steht unter Wasser, so wie es aussieht. Oh mein Gott, wo soll ich hin? Hier tun. Ich gehe mal hoch, vielleicht. Ja, ich glaube auch. Ich verliere auch gleich den Verstand. I don't understand what is happening, Harry. Are you? Na, wenigstens fliegt jetzt nichts mehr. Kamin A, Schachspiel. Das ist ja komisch. Checkmate in 3 moves. Okay. Checkmate in 3 moves. Schachmatt in 3 Zügen. Mhm. The Everhart twosome.
What a duo. Ach, wie schön. Seltsam aber, dass man jetzt von diesem Stromschlag irgendwo in dieses Haus kommt. Harry gave me this necklace after one of his scavenger hunts. It's a photo of my mother and me. She had just gotten worse from her illness. Oh. Die hatte die Krankheit auch, die Mutter. Okay. Hochzeitsfoto. The happiest day of my life. Oh. And one of was? Hier ist noch was da. Abspielen. The happiest day of my life. And one of the few pictures of Harry without his glasses. Okay, du warst scheinbar zu stolz, um sich mit Brille zu zeigen. Oder findet er die Brille nicht so gut? Wie auch immer. Sein Hund. Ich will nichts übersehen, nicht, dass ich drüber noch mal zurück muss. Im Radio. Mal den anschalten? Nee. Was ist das? Die reiche Schnitzeljagd in dem Spiel. My mother's music box. Yet schon again. Die? Ah. Okay. Was ist das? Eine Medienfrau. What a sweet melody. Okay, ich habe eine Errungenschaft und jetzt bin ich wieder draußen. Was macht das Spiel denn mit mir? Okay, jetzt bin ich wieder hier. Also ich glaube, es what was that? Aber ein Traum. Another vivid dream? And my music box again, but it wasn't broken anymore. And what a catchy tune. Okay. Interessant. Puh, wo gehe ich jetzt hin? Aber das hatten wir doch alles schon. Oder gibt es jetzt irgendwas, was jetzt funktioniert, was vorher nicht funktioniert hat? They built loudspeakers on top of this tower to reproduce the effect of the organ. Very clever. Ach nee, ich muss eine Orgel nachahmen, oder? Vermutlich. Aber die hatte ich mir alle schon angesehen. Die. Nicole? So, this is like Atlantis, but in seine the Pacific Ocean, right? Ungleichmäßig bildeten einen starken Kontrast zu einzelnen Strukturen, Bauten von. Okay, ich vermute, ich muss die Orgel nachspielen. Irgendwie habe ich es im Gefühl. Och. Also ich finde das Spiel wirklich gut, sehr interessant, aber die Rätsel zu lösen und Orgel nachzuahmen, Strom anzuschalten, echt heavy. Harry is convinced the answer to my illness lies inside. Ich muss die Tür aufbekommen. Ach was. Sag bloß. Das habe ich auch schon versucht. Nee, da kann man nichts anschalten. Ich dachte, vielleicht gibt es jetzt irgendwas, was man anhören kann, damit die Tür aufgeht. Okay, dann machen wir uns nochmal auf den Weg zur Tür. Irgendwie muss sie ja aufgehen. Gut. Ach, kann ich die Lautsprecher jetzt anschalten? Ach, guck mal, da fließt jetzt das was. Ah, das war vorher nicht. Interessant. Da blinkt's rot. Die Spiele. Okay, das schalte mal an. Ich spiele immer spielen. Okay. Alright. Can you turn it on, Cass? Wenn Sie es einschalten, Cass. Bitte, Monsieur, das sollten wir nicht tun. Nicht jetzt. Reichen Ihnen die Warnungen noch nicht, Monsieur Everhard. Wir brauchen sie noch.
soll noch jemand sterben. Ah, das haben wir schon gehört. Wir werden alles einschalten, ist das klar. Okay. Was schalte ich ein? Hm. Bisschen Lautsprecher. Guck mal, wie das jetzt glitzert. Das war vorher nicht. Now that it's filled with water, it looks like a baptismal pool. Ja, allerdings sieht aus wie ein Taufbecken. Gibt's einen Knopf zum Drücken? Ja, ist noch was, aber das ist auch nur ein Lautsprecher. Ja, da kann ich dir irgendwo Strom erschalten. Irgendwie muss diese Tür aufgehen. Oder außer dem Motor, geht es? Nö. Ja. Aber this door looks thicker than any I've ever seen. Ja, ne? Und dann soll ich so aufbekommen als schwache Frau. Arme, schwache, kranke Frau soll jetzt die Tür aufbekommen. Sehr witzig. Aber wir geben nicht auf. Irgendwo gibt es einen Schalter, davon bin ich überzeugt. Den wir einfach nur drücken müssen. Habe ich vielleicht in der Rückkehr was übersehen? Mal eine Rückkehr. Boah, und der schwarze Schleim glitzert, gell? Phänomenal. Echt interessant. Ach, guck mal, gibt's denn... Ach, was ist denn das? Wo war ich aber doch, oder? Jo. Das habe ich mir auch schon mal angeschaut. Die Bibel, das blutgetränkte Tuch, den Brief hatten wir alles schon. Sonst gibt es hier nichts. Sehr witzig. War du nicht noch ein umgestürztes Zelt, oder? Vielleicht ist so dann was passiert. Sorry, falls euch schwindelig wird. Keine Absicht. Da hinten war noch was. Was hatten wir? War doch von irgendwo irgendwas, oder? Oh, dear. Oh, I'm sorry. Oh, ja. That has never been your thing, old pal. Schön. Das bringt mich aber jetzt nicht wirklich weiter. Ja, da. Vielleicht komme ich da jetzt hin. Da, hoffentlich hatte ich den Job mit. Sie sind ein guter Mann. Ich weiß, dass Sie Ihre Frau lieben. Tun Sie sich selbst einen Gefallen. Kehren Sie nach Hause zu ihr zurück. Hier finden Sie nicht als den Tod. Gehen Sie. Cass wird versuchen, Sie vom Gegenteil zu überzeugen. Aber sie ist nur an einer... Ach ja, das hatten wir. Dort dazu, wo die Flamme da was geschrieben hat. Für diese Aufnahme. Boah, ich glaube, ich bin jetzt schon 3 oder 4 Folgen. In diesem Kapitel 4. Aber es ist ja auch Irrsinn. Irgendwo muss ich was übersehen haben. Mal wieder. Wie man dem spielt.
Sehr geehrter Mr. Date, wir bestehen hier mit 30 Platz an und so. Ach ja, die haben wir nicht genommen, weil er dunkelhäutig ist. Except Frank in the university. Das hatten wir schon. Gibt es noch irgendwo einen Schalter? Ein Hebel? Irgendwas? Gehen wir nochmal hoch. Boah, ich würde so gern diese Tür aufbekommen. Gehen wir doch mit dem Kabel nach. Das sind jetzt nur Verstärker. Nee, den habe ich schon angemacht. Ah, guck mal, das sind die. I haven't sung since I got sick, but let's give it a shot. Okay, solange ich nicht muss, soll ich gut. Ich find's interessant. Die Tür geht auf, die bewegt sich. Yay! Ich hätte einfach nur singen müssen und hab Domo wieder 10 Minuten im Blindflug immer ja. So simpel kann die Lösung sein. Zum Glück muss ich da jetzt auch noch irgendwelche Knöpfe drücken. So simpel und ich laufe 10 Minuten oben her. Oh nee, peinlich. Mega peinlich. That was quite a show. Yay, geschafft. Ich laufe jetzt noch rein. Und wie es dann weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Das wäre fies, aber ich bin schon bei knapp über 20 Minuten. Also würde ich sagen, wenn es euch interessiert, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.